Magische Begegnungen im Meer. Ich stelle euch meine Lieblinge vor. Meeresschildkröten. Wundervolle Wesen mit Augen, die einen bis tief in die Seele berühren. Da ich 3 Jahre einmal wöchentlich in einem Rettungszentrum für Meeresschildkröten arbeiten durfte, hatte ich die Chance, sie wirklich mit meinen Händen zu berühren und ihnen tief in die Augen zu schauen. Eine sehr spezielle Zeit. Unechte Karettschildkröte Garetta Garetta, vermutlich die häufigste Meeresschildkröte. Ihr Panzer kann bis zu 120 cm lang werden und sie kann bis 150 Kilo schwer werden. Von anderen Schildkröten unterscheidet sie sich, weil sie 5 statt 4 Rippenschilde, einen mächtigeren Kopf und Kiefer hat. Sie ist braungelblich gefärbt und ernährt sich von Seegras, Algen, Kopffüßern, Korallen, Seeigeln und Krebsen. Sie legen so zwischen 20 bis 150 Eier an dem Strand, wo sie selber geboren wurden. Sie werden gut 60 Jahre alt. Leider sind sie vom Aussterben bedroht, dass sie wegen dem Schildpatt, wegen ihres Fleisches, ihren Eiern und ihres Fettes für Kosmetika etc. extrem bejagt wurde. Grüne Meeresschildkröte. Der Panzer kann über 1 Meter lang werden und sie wird bis ca. 200 Kilogramm schwer. Sie wird auch Suppenschildkröte genannt, weil sie als lebender Proviant auf Schiffen mitgenommen wurde und später eine Delikatesse wurde. Und in Asien und in der Karibik ist das leider immer noch so. Auch ihre Eier werden gegessen. Ihre Nahrung sind Algen und Seetang. Sie legt zwischen 100 bis 200 Eier und kann bis 80 Jahre alt werden. Auch die grüne Schildkröte ist gefährdet. Danke dir fürs Zuschauen und ich freue mich über einen Kommentar und über einen Daumen nach oben. Tschüss!